Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem sich alles um Harry Potter und der Stein der Weisen drehen wird. Von der Partie ist nur die alles entscheidende Szene nachspielbar. Die Stellung seht ihr hier auf dem Brett. Ein geübter Schachspieler wird schnell sehen, dass Schwarz hier eindeutig besser steht. Allerdings gibt es einige Faktoren, die es für Schwarz deutlich schwerer machen. Im Film ersetzen Harry Potter, Ron und Hermine Schachfiguren. Harry Potter ist der Läufer auf A3, Hermine ist der Turm auf F8 und Ron der Springer auf G5. Logischerweise dürfen diese Figuren nicht geschlagen werden, da sie sonst sterben würden. Allerdings, um diese Stellung zu gewinnen, entschließt sich Ron, eine Heldentat zu begehen. Als erstes schlägt die Dame auf D3 und bedroht Harry Potter bzw. den Läufer auf A3. Wer diese Schachpose selber lösen möchte, darf jetzt gerne das Video pausieren. Bedenkt allerdings, dass der Läufer auf A3, also Harry Potter, und der Turm auf F8, also Hermine, nicht geschlagen werden dürfen. Als erstes muss Harry Potter beschützt werden. Dafür geht der Turmzug Turm nach C3. Nun kann Harry Potter nicht mehr geschlagen werden. Allerdings ist der Turm auf C3 nicht gedeckt und kann geschlagen werden. Allerdings hat Turm nach C3 nicht nur die Idee, Harry Potter zu beschützen, sondern auch den König auf G1 Schachmatt zu setzen. Wenn wir jetzt Läufer nach C5 spielen könnten, hätte der weiße König keine Felder mehr. Allerdings, wenn wir jetzt Läufer nach C5 Schach spielen, wird Harry Potter bzw. der Läufer auf C5 einfach geschlagen. Nun kommt die heldenhafte Tat von Ron. Ron ist der Springer auf G5 und opfert sich nun heldenhaft auf H3. Schach und der König hat keine Felder mehr. Die Dame muss also diesen Springer schlagen. Ron verschwindet damit vom Schachbrett, macht allerdings die Bahn frei für Harry Potter, sich nach C5 zu begeben, Schach zu setzen. Die Dame muss blockieren, da der König sonst keine anderen Felder mehr hat. Und nach Läufer schlägt E3 ist die Schachpartie siegreich beendet. Dieses Schachpuzzle wurde extra für den Film von Jeremy Silman, einem amerikanischen Schachmeister, kreiert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder ein Abonnement. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns bei einem anderen Video.